Wie die Vorgänger setzt auch Samrost 3 auf eine ruhige, beinahe meditative Atmosphäre. Trumpf des kindertauglichen Point-and-Click-Adventures sind einmal mehr die herrlich verschrobenen Illustrationen und Animationen von Jakub Dworski. Bei der kopflastigen Reise durch das Weltall und 9 unterschiedliche Welten bekommt der Spieler nicht nur reichlich Rätselkost aufgetischt. Er entdeckt außerdem jede Menge aberwitziger Kreaturen, von denen der tschechische Entwickler Amanita viele als kluge Parabel angelegt hat. Das Echtzeitstrategie-Genre ist wieder auf dem Vormarsch und Stardogs Ashes of the Singularity ist ein vielversprechender Vertreter mit Massenaufläufen in einer völlig neuen Dimension. Statt dutzender Einheiten wuseln hier Tausendschaften über die Oberflächen fremdartiger Alienwelten. Die dürfen zu sogenannten Meta-Einheiten gruppiert werden, die dem Spieler nach der Bildung eines Verbands neue Spezialfähigkeiten bescheren. Besonders stolz ist Entwickler Stardog aber auf die künstliche Intelligenz der Computergegner, die sich flexibel den Aktionen des Spielers anpasst. Aber auch optisch kann sich das Gerangel zwischen Menschen und Maschinen sehen lassen. Seit 3 Jahren warten Retro-Gamer auf das als Ein-Man-Projekt gestartete Hyper Light Drifter. Jetzt ist es fertig und dank einer 600.000 Dollar Crowdfunding-Kampagne eine wunderschöne Pixelmixtur aus Zelda und Diablo geworden. Das Besondere? Hyper Light Drifter ist zudem ein waschechtes Open-World-Game. Auf der Suche nach einem Heilmittel für die geheimnisvolle Drifter-Krankheit durchforstet der Held eine riesige Spielwelt. Muss er sich gegen Pixelmonstrositäten wehren, schwingt er sein batteriebetriebenes Laserschwert.